So Leute, willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect. Wir sind immer noch dabei, nach Ashland Hills zu gehen, der Friedhof von Salem. Hab das immer als Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern. Noch ein gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Tut mir leid, dass es so lange her ist, Julia. Ja, da wären wir. Ashland Hills. Und natürlich hier drüben direkt eine Notiz. Oh. Julia O'Connor. Unsere Frau. Die Bedeutung von den Tod betrogen. Aber am Grab selber? Doch, wir können was machen. Natürlich beobachten. Die Blumen sind neu. Wahrscheinlich von Rex. Wir haben ja gesehen, dass er das Revier verlassen hat mit Blumen in der Hand. Kann ich eigentlich durchs Wasser gehen? Nee. So ein Jesus-Ding. Und wo ist unsere neue Partnerin? Die müsste doch eigentlich auch irgendwo hier rumrennen. Na gut, Kumpel. Was ist los? Alles okay? Ich weiß nicht. Ich war so betrunken. Wir beide. In der einen Minute hat sie ihre Hände überall und in der nächsten bin ich im Wasser. Bis ich wieder hochkam, war sie weg. Hat sie dich geschubst? Nein, nichts in der Art. Wie gesagt, ich hatte zu viel getrunken und verlor das Gleichgewicht. Ich war nur überrascht, dass sie danach einfach weg war. Etwas muss sie verschreckt haben. Ja, vielleicht deine im Wasser treibende Leiche. Was? Vergiss es. Moment, der weiß gar nicht, dass er tot ist? Ich weiß, ich sollte gehen. Aber vielleicht kommt sie zurück. Okay, warum können wir einigen nicht helfen? Oh, hier drüben. Ja, sie ist also hier. Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Überlass das mir. Wir brauchen die Verbindung. 8 Hinweise.
Was haben wir hier drüben? Ansehen. Na komm schon. Ich kann es mir irgendwie nicht ansehen. Ah, jetzt geht's. Zurückgelassen. Absperrband. Okay, die Cops waren hier. Ein Spaten. Warum ist das hier? Naja, wir sind ja auf einem Friedhof. Also so gesehen... hat schon irgendwie eine Berechtigung, hier zu sein. Okay, was kann ich hier durch Beobachten lernen? Verstorben. Ja, das kann ich auf jeden Fall lernen. Drei Dinge. Versunken. Schlafend. Lebendig. Alles klar, wir nehmen mal verstorben. Muss ja sein. Versunken. Versunken geht nicht. Okay. Naja, sie ist ja auch nicht versunken. Sie liegt ja am Ufer. Also, wir haben verstorben. Zerfetzt. Ich weiß nicht. Sie sieht eigentlich ziemlich sauber aus. Oder makellos? Okay, wir schauen nochmal. Also ich persönlich würde sagen, die Kleidung sieht auf jeden Fall völlig in Ordnung aus. Eine Weste und ein Rock. Ich komme wieder nicht ran. So, wir nehmen makellos. Ja. Ich denke, das wird sein. Eine andere Idee habe ich leider nicht. Es war nicht makellos. Aber zerfetzt ist sie doch auch nicht. Oder doch? Wirklich? Ja, dann muss es ja das hier sein. Trocken niemals. Sie liegt ja am Wasser. Drei von acht. Also ab und an finde ich die Dinge ein bisschen merkwürdig. Ganz ehrlich. Sieht die hier zerfetzt aus? Nein. Unter zerfetzt verstehe ich irgendwas anderes, dass die Kleidung richtig offensichtlich zerrissen ist. Irgend sowas eben in die Richtung. Junge Dame? Entschuldige, aber hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe, aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Hinter ihr? Naja, wahrscheinlich die Leiche. Okay, die Bullen waren wahrscheinlich wegen dem Mädchen am Flussufer da. Der nächste Hinweis, der Mann hier drüben. Der hat irgendwas damit zu tun. Wir haben ihn gesehen in der Vision. Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. Alles klar, in den Büschen. In den Büschen... in den Büschen. Der hier. Ich wette, der hier ist mein Busch. Schwer zu erkennen? Es ist zu dunkel in den Büschen. Aber wir kennen doch jemanden mit einer magischen Taschenlampe. Joy, ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. Und? Wie sieht's aus? Ja, immer noch ein Haufen nichts. Ein Seil. Ein Seil ist gut. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mehr war da nicht. Ein Seil mit einer Schlinge. Was übersehen wir? Vielleicht eine Kombination der Hinweise? Nein, nein, nein. Wir müssen das Seil hier drüben nehmen. Moment mal. Das kommt mir bekannt vor. Okay, Moment. Könnte das hier unser Mörder sein? Aha!
Ja. Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser Joy. Okay, das hier haben wir gelöst. Aber ich will noch hier drüben hin. Bevor wir weitergehen, schauen wir uns hier ein wenig um, denn wir müssen doch hier irgendwas wieder finden können, damit wir so eine unheimliche Geschichte bekommen. Wie komme ich denn hier hin? Da hinten sind auf jeden Fall Geister. Jede Menge Geister. Hör auf mich zu nerven. Ja, ja, ist ja gut. Okay, ich denke, wir können weitergehen. Eine 1. Irgendwas hätte ich hier noch finden können. Keine Ahnung, was. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wär's ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Das ist sie. Die auf dem Foto. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Bitte. Hey, ich brauche Hilfe. Bitte. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Scheiße. Okay, Sophia. Joy? Alles klar, Joy ist da hinten und Dämonen kommen von wo genau? Von da drüben. Alles klar, Joy. Du bleibst hier. Was Neues von Sophia? Nein, ich habe sie noch nicht erwischt. Und ich hol mir die Kleine. Warum redest du dann mit mir? Ich hab keine Ahnung, mit dir rede ich doch gar nicht. Ah, verdammte Dämonen. Okay, Sophia sah ziemlich mitgenommen aus. Habt ihr es gerade gesehen? Die Geister drehen völlig durch, wenn sie wissen, dass irgendjemand hier mit ihnen Kontakt aufnehmen kann. Naja, im Grunde ist so jemand auch die einzige Chance, hier wegzukommen für viele. Alles klar, Kumpel, dreh dich mal um. Und dann zerlegen wir dich. Ja, genau so. Sehr gut. Bams. Okay, insgesamt haben wir hier 3 Stück. Der nächste ist hier. Und der steht eigentlich ziemlich gut. Wenn ich Glück habe, kriege ich den direkt. So. Wir räumen erstmal hier alle aus dem Weg. Oh, da war ein Rabe. Kommt der angerannt? Nee, der bleibt da hinten. Ist aber auch der letzte. Alles klar, wir warten ein bisschen, bis er sich umdreht. Oh, der kommt. Der kommt sogar wirklich. Ist ja cool. Na los, krall ihn dir. Was ist denn los? Na. Dann gehe ich mal hier hin. Ja, der bleibt jetzt hier und ich kann ihn aber auch nicht aus dem Weg räumen, aus irgendeinem Grund. Alles wieder sehr merkwürdig. Ich berühre ihn. Ich glaube, der ist verbuggt. Hey, Kumpel. Guck mal hier drüben. Lecker, lecker Geist. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal hier hin. Sammeln. Was habe ich hier Neues? Infos. Ich bin verwegen.